Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist schon wieder Montag, ja. Und die neue Woche, die bringt auch wieder zweigeteiltes Wetter über Deutschland. Die ersten 3 Tage werden ganz nett und dann kommt wieder ein neues Tief. Bringt Wechselhaftigkeit rein, auch wieder kühlere Luft und auch wohl einiges an Regen. Gleichwohl ich sagen muss, ab Donnerstag, Freitag, Samstag ist noch sehr viel Unsicherheit im Spiel. Vor allem, was das amerikanische Modell betrifft und das europäische Modell, die sich jetzt immer noch nicht ganz so einig sind. Da wird man also noch abwarten müssen, wo das Ganze dann am Ende bei rauskommt. Aber wir gucken uns das mal peu à peu an. Jetzt erstmal meist freundlich und deutlich milder, danach ab Wochenmitte wieder Tiefdruck. Und wir fangen erstmal mit dem Schönsten an, würde ich sagen. Nämlich mit dem heutigen Montag. Hier gibt es Sonnenschein von der Nordsee bis zur Eifel. Und das ist wirklich schönstes Wetter. Je weiter wir nach Osten kommen, so von Ostwestfalen, Lippe rüber Richtung Lüneburg, da sind dann ein paar dichtere Wolken unterwegs. Dementsprechend ist es auch hier noch kühler. Beispielsweise rund um Hamburg sind es 10 Grad, 11 Grad in Hannover, 12 an der Weser. Beispielsweise aber rund um Dortmund, Gelsenkirchen, auch runter nach Remscheid beispielsweise und auch Richtung Köln, Düsseldorf sind es 16 Grad, die heute erreicht werden. Rund um Aachen und Mönchengladbach 15 und in Wesel am Niederrhein sind es 14. Wieder zurück nach Niedersachsen im Emsland, nach Lingen und Meppen mal geguckt, sind es 13 Grad, die heute erreicht werden. Der Wind meist schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen. Gucken wir in die kommende Nacht. Da zieht dann so ein Wolkenpaket von der Nordsee rein. Das ist auch zeitweise mal etwas dichter und wird dann auch bis an die Weser rankommen und auch bis an die Elbe und Richtung Leine in etwa. Am freundlichsten bleibt es dann vom nördlichen NRW Richtung Bergisches und dann auch Richtung Lüneburger Heide. Und hier wird es dann auch nochmal richtig frisch. Minus 1 Grad sind es rund um Hamburg und Lüneburg, minus 2 Grad gibt es dann im Harz und im Sauerland sind es dann ebenfalls frostige minus 1 Grad. Sonst bleibt es meist überall frostfrei, gleichwohl es doch auch Bodenfrost geben kann, vor allem in den Frühstunden, wo es dann länger wieder aufklart. Der Dienstag selber wird dann wieder richtig traumhaft sonnig, vor allem wieder in Nordrhein-Westfalen. Ihr seid da wirklich auf der Sonnenseite jetzt in dieser Woche, wieder bis zu 16 Grad an Rhein und Ruhr. 14 sind es in Aachen, 15 am Niederrhein. Aber auch sonst erreichen wir 11 bis 13 Grad. Kühler bleibt es lediglich auf den Inseln und eben direkt im Harz. Hier an der Nordsee und auch Richtung Elbe. Da gibt es dann auch die dichtesten Wolken, die vor allem am Nachmittag reinziehen. Ansonsten wirklich überall wieder ein traumhaft schöner Tag. Und dann kommt schon der etwas kniffligere Mittwoch, denn der startet zwar ganz nett mit viel Sonnenschein und dergleichen, aber wir haben schon mehr Tiefdruck im System. Das heißt, die Atmosphäre wird labiler und dementsprechend bilden sich so ab der Mittagszeit die ersten Quellwolken und dann auch nachfolgend ein paar kräftigere Schauer. Auch die Luft fühlt sich etwas schwüler an. Die Temperaturen steigen beispielsweise in Lingen auf bis zu 15 Grad. Richtung Hannover sind es 14, Richtung Goslar sind es 13 und dementsprechend mild, richtig mild, sind es dann eben 19 Grad von Aachen über Köln nach Dortmund. Also hier wirklich die mildeste Ecke, die wir da eben erwarten dürfen und da ist dann eben auch sehr viel Wasser im System und da können wir dann eben auch mit einzelnen Schauern vielleicht sogar Richtung Mittelgebirge auch mal mit dem ein oder anderen Gewitter rechnen. Tja, und wenn der Tag dann rum ist, dann kommt der ungemütlichere Part, denn dann kommt dieses Tief wieder da rein. Das liegt hier, man sieht das so ein richtiges, schönes Ei mitten über Westdeutschland. Und dieses Ei ist gar nicht mal so unspannend, denn das mischt zwei Luftmassen miteinander. Zum einen zieht vorderseits die milde Luft von Süd nach Nord, auf der anderen Seite rückseits eben die kalte Luft von Norden nach Süden und wir genau dazwischen. Das heißt, die Luftmassen werden gemischt und das birgt eben das Potenzial, vor allem Richtung Wochenende, dass immer wieder kräftige Schauer und Gewitter entstehen, weil eben immer wieder diese Warmluft mit da reingebracht wird in diese sowieso labile Luft durch die Höhenkaltluft. Und wenn dieses Tief dann weiterzieht Richtung Wochenende, das zieht nämlich so ein Stück nach Osten, wir kämen dann vor allem im Nordwesten vermehrt auf die kühlere Seite.
Und trotz alledem haben wir ja immer noch den Warmluftsektor vor dem Tief. Es wird also weiter gemischt. Das heißt, es gibt auch Richtung Wochenende sehr unbeständiges Wetter, sehr wechselhaftes Wetter. Immer wieder auch Schauer, teils auch Gewitter, vor allem in einem Streifen rund um die Mittelgebirge. Da, wo diese kühlere Luft, die von Norden kommt, nicht ausweichen kann und sich staut und hochgelupft wird, da entstehen dann eben die meisten Niederschläge nach dem amerikanischen Modell. Gucken wir uns mal die andere Variante an, des europäischen Modells. Die haben nämlich gar nicht so viel Tiefdruck drin, außer so Richtung Mittelmeer, aber eben nicht über Deutschland. Wir haben nämlich Hochdruck und Höhenkaltluft, also das, was wir letzte Woche auch hatten. Ein Hoch bei den britischen Inseln lenkt zwar auch die Nordluft zu uns, aber A, deutlich trockener, deutlich ruhiger. Und das bisschen Feuchtigkeit, was da über die Nordsee aufgesaugt wird, sorgt lediglich für ein paar wenige Schauer. Das ist allerdings wirklich eine sehr, ja, eine Ausnahmelösung mehr oder weniger. Die meisten Modelle haben wirklich das Tief über Deutschland und wirklich dann auch den Niederschlag über Deutschland. Und den gucken wir uns doch mal an. Wie sieht er denn aus? Mal der Gesamtniederschlag bis zum Sonntag. Mal genau die aktuelle Berechnung. Wie sich das dann im Laufe der Woche entwickeln wird, ist dann natürlich abzuwarten. Aber schon mal so fürs Grobe, fürs Erste. Man sieht in der Mitte eben die meisten Niederschläge. Und das deckt sich auch eben mit dem, was ich gerade schon gesagt habe. Die Mittelgebirge und auch alles nördlich der Mittelgebirge wird eben am meisten abbekommen bei uns in der Region. So haben wir dann von der Eifel bis etwa über den Teutoburger Wald und auch Richtung Nienburg, Weser, 30 bis 40 Liter auf den Quadratmeter. Etwas südlich davon, so vom Sauerland südwärts Richtung Harz, sind es 20 bis 15 Liter auf den Quadratmeter. Und in Ostfriesland und vor allem Richtung Küste, da fällt fast gar nichts. Also hier bleibt es mehr oder weniger trocken. Das heißt, das Ganze zentriert sich wirklich hier auf den Streifen in der Mitte. Also hier könnte es bis Sonntag wirklich örtlich ziemlich nass werden. Dementsprechend natürlich gut für die Natur, gerade auch, weil es ja doch jetzt im April nicht wirklich sehr trocken sein darf. Wir beobachten das einfach mal jetzt im Laufe der Woche, wie viel da letzten Endes nochmal berechnet wird und dann auch runterkommt. Aber das sieht ja schon mal in Sachen Niederschlag gar nicht mal so schlecht aus. Was den Norden betrifft, in puncto Trockenheit, hier ist es ja dementsprechend schon sehr, sehr trocken gewesen jetzt im April. Es bleibt auch weiterhin dann wohl eher zu trocken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt im Laufe der Woche dann auch großartig Niederschlag tut. Gut, das ist also der Fahrplan der ganzen Woche. Vom Montag bis Mittwoch recht freundlich, mild, frühlingshaft. Danach wieder sehr unbeständig mit Tiefdruck und auch Niederschlag. Ein oder andere wird sich darüber freuen, denn der Niederschlag wird ja dringend gebraucht. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Macht euch einen schönen Tag.